Premium Speakers, Premium Trainers. Ich begrüße heute bei mir im Studio Joshua Rufener, eine der markantesten Persönlichkeiten der Schweiz im Veranstaltungs-, im Rednermarkt. Willkommen, Joshua Rufener. Lieben Dank, Holly. Danke für die Chance. Joshua, du bist auf der ganzen Welt zu Hause. Du kennst die verschiedenen Kulturen, du kennst verschiedene Sprachen. Du arbeitest mit Persönlichkeiten und mit Personen, hältst Vorträge und machst Workshops. Was sind so die drei wichtigsten Takeaways bei deinen Vorträgen als auch bei deinen Workshops, die die Teilnehmer mitnehmen? Ich glaube, ich versuche wirklich ich durfte 30, 40 Jahre Persönlichkeit auf die Bühne begleiten. Da ist immer viel Druck. Viel Druck, dass die Performance stimmt, viel Unsicherheit, viel Lampenfieber. Und ich glaube, ich versuche, diese persönliche Wahrheit wirklich das zu adressieren, zu kristallisieren und den Leuten mögliche Anleitung, mögliche Einladung zu geben, wie können sie mit dem für sich besser umgehen. Und was liegt dir da am meisten am Herzen? Was willst du vermitteln, außer Know-how-Transfer und Emotionen-Transfer? Es geht ja heute in dieser ganzen verrückten digitalen und technologisierten Welt, geht es ja um viel. Es geht ja heute wieder um den Mensch. Was liegt dir da besonders am Herzen? Ich glaube, es ist keine Transaktion, es ist nicht, dass ich was weiß, was die anderen nicht wissen, sondern es ist eine Interaktion zwischen Publikum und mir, wo ich versuche zu kristallisieren, was ich wirklich jetzt ihnen mitgeben kann, von meinem Bereich zu teilen, dass ihnen ein Swift gibt, um etwas leichter zu agieren, etwas bewusster, etwas klarer unterwegs zu sein. Joshua, die Anmoderation läuft, der Vorhang geht auf, du kommst auf die Bühne. Wie bereitest du dich vor auf so einen Vortrag oder wie bereitest du dich vor auf so einen Workshop? Das ist eigentlich ein langer Prozess. Das ist wirklich so ich bin so wie schwanger. Ich weiß das Datum, ich weiß die Audience, ich weiß, was etwas erwartet ist. Dann ist es ein sehr langer Weg, weil ich jedes Mal eigentlich nicht genau weiß, was kommt. So versuche ich wirklich auch im Moment noch vor der Bühne zu wahrzunehmen, was braucht jetzt der Raum. Also ich habe 80% eine Idee, die ich rüberbringen will. Aber die kann sich wirklich dann auch sehr entwickeln, indem ich wirklich auf das Feedback im Raum reagiere, auch sei es nur intuitiv. Und da versuche ich wirklich, was Spezifisches mit dem Publikum zu entwickeln, ihm zu geben. Du hast ja in deinen vielen Jahren auch schon ganz, ganz viele Veranstaltungen gemacht. Und du hast ja auch viele Redner gesehen, viele Trainer gesehen, die vorher sich angekündigt haben, sie sind die Experten für X, Y und Z. Was zeichnet für dich wirklich ein guter Speaker aus? Ich glaube, es ist wirklich dieses Echtsein. Authentizität. Ja, ich habe ja selber viele auf die Bühne begleiten dürfen. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir als Redner das Lampenfieber verlieren, dürfen wir nicht mehr auf die Bühne, das ist eine Beobachtung, weil dann sind wir einfach nur zu fest in den Blöcken, dass wir adressieren und senden wollen und nicht mehr im Aufnahmemodus. Ein guter Speaker in meiner Wahrnehmung hat einen engen Dialog mit dem Publikum und versucht dann, das wirklich diesen Drill reinzubringen, dieses Orchestrieren, diese Symphonie richtig zu spielen. Also es ist nicht ein absenderorientiertes Geschäft, es ist wirklich ein hochsensorisches Geschäft. Was braucht jetzt diese Audience, um wirklich einen Schritt weiter zu kommen? Vielen lieben Dank, Joshua Rufener, Premium Speaker. Wir sind sehr, sehr stolz darauf, mit dir arbeiten zu dürfen. Und wir wünschen uns noch ganz, ganz viele weitere Gigs mit dir in der Zukunft. Ganz lieben Dank. Gerne.